In Villmar am Arfurter Berg zwischen dem Gewerbegebiet und dem Regenrückhaltebecken wird es ein Neubaugebiet geben. Die Gespräche mit den beiden derzeitigen Landeigentümern und zwei weiteren Erbengemeinschaften sind bereits weit fortgeschritten. Ich bin jetzt in den Gesprächen mit den Landeigentümern für die Vertragsdetails. Und wir sind aber jetzt so weit, dass wir sehr wahrscheinlich so Anfang März, Mitte März ungefähr die Verträge dann unterschreiben können. Und dann geht der nächste Schritt weiter in die Planung, so dass wir mit ein bisschen Glück zum Jahresende Planungssicherheit haben, hier eine rechtskräftige Planungsgrundlage. Und dann können wir dann auch danach mit der Erschließung beginnen, was dann vermutlich im nächsten Jahr dann passieren wird. Je nach Planung werden wir 70 Grundstücke inklusive Mischgebiet bekommen, plus minus 5 Grundstücke, würde ich jetzt einfach mal sagen. Interessenten haben wir aktuell 55 auf der Liste. Hier muss man aber auch noch sagen, dass zwei Gewerbetreibende auch schon Interesse für das Mischgebiet angemeldet haben, die auch einen Großteil schon abnehmen würden. Mischgebiet heißt, dass eine gesunde Durchmischung zwischen Wohnen und Gewerbe entstehen soll, aber ein nicht störendes Gewerbe soll hier vorrangig entstehen, so dass die Wohnqualität nicht beeinträchtigt wird. Da ist es unerheblich, wie groß das Gewerbe ist. Das größte Villmarer Bauprojekt befindet sich derzeit in der Weihernstraße. Aktuell läuft alles nach Plan. Bürgermeister Matthias Rubröder ist sehr zuversichtlich, dass hier die Denkmalschutzbehörde nicht eingreifen wird. Nein, also alte Mauerreste sind diesmal nicht zu erwarten, weil das außerhalb des alten Stadtkerns liegt. Von daher dürften da keine bösen Überraschungen, was die Archäologie angeht, gefunden werden. Wir haben natürlich geplant, bis nächstes Jahr fertig zu sein. Durch Witterungsverhältnisse verschiebt sich das immer wieder ein bisschen. Stand jetzt sind wir in einem ganz guten Zeitplan. Wir sind aktuell unten an der Kreuzung am Arbeiten zwischen Lahnufer und Weihernstraße. In den nächsten Tagen dürften wir aber den Kreuzungsbereich mit der Baustelle verlassen, sodass hier zumindest mal am Lahnufer ein ungehindertes Durchkommen ist für alle Autofahrer und auch für Lkw-Fahrer, die zu den Natursteinwerken oder woanders hin müssen. Also bisher gab es keine Überraschungen auf der Baustelle. Das, was man vermutet hat, hat man auch so vorgefunden. Von daher sind wir alles und allem in einem ganz guten Bereich im Moment. Aktuell ist die Verbindung zwischen dem Marktflecken und Weilburg durch die Sanierungsmaßnahmen der Elkehäuserstraße in Aumenau unterbrochen. Ursache war der Hangabrutsch nach dem letzten Starkregenereignis in Aumenau. Der Unterbau und auch der Hang wird hier gesichert. Da werden Stahlmatten in den Untergrund eingearbeitet, sodass der ganze Hang an Stabilität gewinnt. Falls es dann tatsächlich mal wieder zum Starkregenereignis kommen sollte, hier der Hang dann auch gesichert ist. Also in der Elkehäuserstraße wird auch die Gemeinde sich noch beteiligen mit Kanal und auch mit Rohrleitung, insbesondere Leerrohre, sogenannte Speedpipes für die schnelle Internetverbindung. Da hier die Telekom nicht so ganz bereitwillig was verlegen möchte, haben wir dann vorgegriffen und haben auf unserer Seite auch Speedpipes verlegen lassen, sodass dann später die Möglichkeit für die Hauseigentümer in der Elkehäuserstraße besteht, sich da anzuschließen, um auch hier schnelles Internet zu bekommen. Das Land Hessen möchte diese Baustelle Ende April fertiggestellt haben. Allerdings ist dann im Anschluss nach dieser Baustelle dann die Brücke in Aumenau dran. Das war so vorgesehen. Hier ist dann der Kreis in der Verantwortung. Das wird dann auch nochmal, 2 bis 3 Monate in Anspruch nehmen. Genauen Zeitraum haben wir hier noch nicht. Aber hier wird es dann auch noch genauere Informationen geben. Das wird wahrscheinlich dann im Mai beginnen, wenn die Elkehäuserstraße fertig ist. Und vielleicht nochmal im Vorblick auf 2021, wenn dann die Brücke auch fertig saniert ist, wird dann die Landesstraße unten in Aumenau am Bahnhof entlang Richtung Kreuzung an Hecke auch dann grunderneuert. Das Thema Starkregen ist hier berücksichtigt. Wir stehen hier in Gesprächen mit Hessen Mobil, erarbeiten Lösungen, auch die Kanaldimensionierung wird größer ausfallen. Aber auch Maßnahmen werden hier getroffen, die schon im Vorhinein verhindern, dass durch die geografische Lage bei Starkregenereignissen wieder Wasser ins Tal fließt. Gerade hier hatte ich erst gestern ein Gespräch mit Hessen Mobil gehabt, wie man hier weitere Maßnahmen ergreifen kann, um solche Ereignisse, die wir zwar nicht ganz verhindern können, aber dann trotzdem irgendwo abmildern können.